Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin Wuttke von der Designagentur Nexco aus Berlin. Wir sind heute im MMC in Leipzig. Also ich und das ganze Team freuen uns wahnsinnig, euch digital bei dieser Trendpräsentation Herbst-Winter 24/25 begrüßen zu können. Das wird, wie ich das immer nenne, eine Art Trend-Rodeo in verschiedenen Abschnitten. Und ich hoffe, lebhaft und vor allen Dingen für euch wichtig, motivierend, weil das ist eine spannende Saison, die für euch nicht einfach wird, aber wir kommen später dazu, wie ihr die wahrscheinlich super knacken könnt. Ganz kurz, wo ich herkomme. Ich bin seit 25 Jahren im Bereich Modedesign, Consulting tätig, von Paris, New York, Tokio, Berlin, Leipzig, Hamburg, Düsseldorf, auf all diesen Messen unterwegs. Und die Agentur heißt Next Guru Now und das bedeutet, nächste Generation seid ihr und wir. Also ich bin kein Guru, sondern es geht mir immer darum, die nächste Generation der Konsumenten anzusprechen. Wir sind seit wirklich vielen Jahren im Lifestyle-Segment unterwegs und ja, darum geht es aber heute eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, wer mir 20 Minuten zuhört, der sollte auch wissen, wo ich herkomme und dass ich als Schneider gestartet bin und diese Branche von der Pike auf durchlebt und gelernt habe, bis Vertrieb und Design. Die Trendthemen, The Power of Realism, also Realismus, Coziness, das zweite Thema, ihr seht es hier auch sehr schön bei den Puppen, und The Power of Action, das ist für mich ein Thema, das unterbeleuchtet ist in der momentanen Berichterstattung. Ja, die Aussage der Saison, es wird quieter, es wird ruhiger, es wird realistischer, eigentlich kommerzieller, eigentlich ein tolles Thema. Es wird casual und noch einmal beruhigter. Hier habt ihr die zentralen Punkte, der neue Realismus, ruhige Silent Luxury, Fade to Grey, also Graunuancen und alles, was grau-schwarz wird, Cozy and Casual, also Cocooning, Wellness, Sharp und Minimal, es darf auch Sex Appeal dabei sein, Brit Outdoor, alles, was Brit-Chic ist und Preppiness, Fresh Sporty, also auch ein Hauch Farbe, subtiler Glam, ganz, ganz wichtig und für mich nicht zu vergessen, absolut beachten, Color, um die Kunden mitzunehmen. Ihr müsst Farbsignale in die Order bringen, bei aller Ruhe. Wie auch immer, es heißt mutig zu sein und die emotionale Kraft von Mode zu zelebrieren. Es gibt keine andere Branche, die ich kenne, die die Chance hat, Leute mitzunehmen durch Farbe, durch Material. Tut das, macht das. Setzt nicht auf Basics. Bevor ich mit den Trends anfange, die Veränderung der Konsumenten, momentan ein bisschen merkwürdig, wenn ich über Green Luxury oder Recycling und all diese Dinge spreche. Aber es ist nicht aufzuhalten. Der Nachhaltigkeitsgedanke setzt sich durch, auch wenn er momentan vielleicht etwas ausgebremst ist. Aber er wird kommen. Selfridges bietet Repair-Möglichkeiten an. Secondhand ist ganz stark im Kommen, wenn ihr so eine kleine Ecke einrichtet. Da gibt es tolle Möglichkeiten, auch neue Konsumenten zu ziehen. Und die Gen Z, WGSN hat das in einer Studie belegt, es sind 62% die behaupten, sie würden mehr Geld ausgeben für ein nachhaltiges, fair hergestelltes Produkt. Überlegt euch das, das sind 62% und wenn das Produkt mal einen Euro mehr kostet, kann der Schaden nicht sein. Seasons Inspiration, es geht ganz viel im Handel um Community. Community, warum Community? Ihr habt einen Laden, ihr kauft ein, ihr habt den direkten Augenkontakt. Und deshalb möchte ich diese Modenschau von Sunai aus Italien kurz zeigen. Die haben etwas ganz Verrücktes gemacht. Die haben nicht einfach gesagt, lauft mal den Laufsteg lang, hier bezahlt das Model, hier sind die 10.000 Euro. Nein, die haben gesagt, wir zeigen unsere eigenen Mitarbeiter, unser eigenes Team wird diese Kollektion präsentieren. Und dann am Ende des Laufstegs lassen die sich wie beim Stage-Diving nach hinten fallen. Was braucht man beim Stage-Diving? Man braucht Mut, dass unten genug Leute stehen, die einem auch auffangen. Und das würde ich euch gerne kurz zeigen. Die Power of Community. So, und damit kommen wir jetzt nach den ganzen Einstimmungen in die Saison zu den Trendsignalen. Ihr seht das unten schon ein bisschen angedeutet. Realismus,
Traditional Clothing, also wirklich auch Heritage-Gedanke und Minimalismus. Und mir ist das extrem wichtig, bei all dieser Beruhigung und Grautöne auch auf den Bereich Outdoor hinzuweisen. Ich bin heute Morgen hier in Leipzig angekommen, in der Bahn und in der U-Bahn. Und ich frage mich und ich frage euch, werden alle Konsumenten ihre Nike-Daunenjacke eintauschen gegen einen Wollmantel? Ich glaube nicht alle. Also der Bereich Sportswear und Outerwear wird weiter wichtig bleiben. Aber Quiet Luxury, darüber reden alle. Es ist wahr, es ist ein großes Thema, Zeitlosigkeit. Die Marke Zegna hat ihren Umsatz um mehr als 30% erhöhen können durch diese zeitlose, genderfluid, qualitätsgetriebene Bekleidungsaussage. Ja, nicht jeder verkauft Zegna. Nein, es gibt auch günstigere Kollektionen in Deutschland und Europa zu kaufen. Aber auch hier sieht man, es wird mehr Wert auf Qualität gelegt. Und das ist bei der Modeindustrie so extrem wichtig. Weniger Plastik, mehr Qualität. Und jetzt sagt ihr, okay, Zegna, Italien, High Fashion. Was habe ich damit zu tun? Ihr seid vielleicht mit der Marke Rossi vertraut, eine sehr erfolgreiche Hosenfirma. Und auch diese bietet Genderfluid Fashion an. Die Hose kann Mann oder Frau eben in der entsprechenden Größe kaufen. Und ihr seht auch hier schon die beruhigte Aussage. Reality Fashion, wie sieht sowas aus? Nicht nur langweilig, aber es sind Klassiker neu gebrochen. Ein Jacket, dazu ein bisschen eine Loose-Fit-Denim-Hose, der Trenchcoat als Key-Signal. Das sind Klassiker, die durch neue Schnittdetails Erfrischung bekommen. Und alle Augen auf die Farbe Creme und Weiß. Helligkeit, extrem wichtig, ob für Mäntel, ob für Outdoor, ob für Steppjacken, HK oder DOB. Soft-Tailoring, nochmal, Layering-Gedanken, das ist auch wichtig. Die Chanel-Zitate, ihr seht es hier in der Mitte, das ist Luisa Cerano. Und der relaxte Wollcoat, das ist Windsor rechts außen. Tailoring neu gedacht. Ja, Tailoring ist Tailoring. Und ihr seht die beiden Extreme hier ganz gut. Auf der linken Seite dieses graue Outfit, strenges Jackett, die Weste und die Buntfaltenhose. Und rechts daneben auch Farbe, diese Winterpastelle in Rosa oder auch manchmal in Türkis. Sharp fitted. Ja, ich habe es angesprochen, Sexiness darf und muss sein. Wir können nicht nur alle hier durch Cocooning durch den Winter kommen. Das wird nicht erfolgsversprechend sein. Ihr seht bei Mango dieser wirklich tolle, scharfe Bleistiftrock. Und das Wichtigste an dieser Folie, die Hose in der Mitte, das weite Bein. Und da könnt ihr jetzt alle sagen, ach Martin, ja, Martin wird gekommen, erzähl uns was. Die Skinny läuft bei mir am besten in meinem Jeans-Store. Habt ihr natürlich recht, die bleibt wichtig. Aber mehr und mehr Konsumentinnen wollen eine neue Hosenweite. Und die haben sie noch nicht im Schrank. Also geht da ran an das Thema. Softness, Strick, Weichheit, Geborgenheit, das soll diese Folie aussagen. Ihr seht diese beruhigten Grey-Töne, sowohl im Mantelbereich als auch bei Strick. Softer Glimmer liegt so ein bisschen darüber. Das ist nochmal Luisa Cerano mit dem Grau in der Mitte. Softness. Softness, Organza-Shirts, Klassik und Stil. Es ist ein bisschen speziell vielleicht, dieses Blusenthema, weil es ist schon sehr elegant und passt einfach ein bisschen auf, dass es nicht zu trutschig wird. Also ich finde diese Schluppenbluse toll in der Mitte. Und jetzt hat die so eine, ja, einen Rock oder eine schwarze Buntfaltenhose an. Stellt euch jetzt das Bild vor mit einer abgerockten Denimhose. Und schon habt ihr den Dreh, der, glaube ich, auch junge Konsumenten anspricht. Diese Klassik neu gedacht. Cozy Lounge, das ist so eine Thematik, wo ich sage, das läuft eigentlich wie geschnitten Brot immer. Das ist so ein bisschen Hüttenromantik, ja, so Layering-Aspekte. Man will sich ja so ein bisschen auch schützen vor der harten Realität da draußen, weiche Materialien. Die Bomberjacke gedacht in Wolle, das ist das zweite Bild von rechts, ganz zentrales Thema, die Blousonformen eben. Dann haben wir Brit Outdoor, auch eigentlich ein Thema, was ein Klassiker ist. Und wenn ich über Brit und Outdoor rede, rede ich natürlich auch über Cord. Ich rede über Karo, ihr seht das hier sehr schön. Und das Outfit rechts bringt es auf den Punkt. Brauntöne und ein Hauch Viola. Und was wichtig und zwingend ist für dieses Outfit, ist der Booty. Der Booty, der Reiterstiefel, muss dazu kombiniert werden, am liebsten mit einem kleinen, moderaten Absatz. Dann ist es perfekt und hat auch einen gewissen Sexappeal. Und Brit Outdoor, die Folie eben, war sehr retro, geht auch moderner.
Also man kann auch junge, ja, dynamisch getriebene, urbane Kunden damit abholen. Ihr seht das bei D-Squared, wo Farbe reinkommt. Das ist links das Bild. Ihr seht diesen Strick von Eribe. Ganz tolle, knallige Farben. Und das Karo, das britische Mal. Ja, funky inszeniert von Fuchs Schmidt bei diesem Wollmantel. Fresh und sporty. In der Berichterstattung in allen Fachzeitschriften, die ich so konsumiere, wird dieses Thema momentan nicht so beleuchtet. Ich glaube, wir sollten es beleuchten. Sportlichkeit, das sind neue Trikots, neue Shirts, das ist das Sweatkleid in der Mitte. Eigentlich unaufgeregt, aber ein Evergreen, bisschen länger geschnitten, geht für alles. Und Denim mit Cargo Pockets. Auch ganz, ganz wichtig, diese Frische hier reinzubringen. Fresh und sporty, die Jacke. Jetzt wird's spannend. Ihr alle werdet sofort sagen, oh, Jackenorder, Mantelorder. Oh, die Saison war so komisch. Erst so heiß und dann kam der Winter nicht. Leichter ist das Thema. Leichte Layering-Teile, die ich kombinieren kann mit der Weste oben drüber, unten drunter. Retro-Steppungen, Retro-Daune, Teddyjacken, leichte Bouclé-Jacken. Das ist das Thema, mehr über Leichtigkeit nachzudenken und nicht zu früh sich irgendwelche Hardcore-Fett-Daunen liefern lassen. Die braucht kein Mensch im Juli. Niemand. Und ich hoffe, das Umdenken findet statt. Und ich freue mich auf den Talk nachher mit Barbara Russ, wo wir dieses Thema, glaube ich, auch nochmal vertiefen werden, Barbara. Flowersportivität. Ich habe gesagt, es gibt Farbe. Guckt euch bitte das Bild links an, die Firma Dedicated ist das. Ein toller Blumenrock. Oben drüber Strickpullover, auch mit Flower-Motiven. Ja, auch das ist der Winter 24, 25. Und nicht nur Grege und nicht nur Quiet Luxury. Daneben Elho, Revival der Sportswear-Marke, fett, Snowboard getrieben, also wirklich auch Knallerfarben, Après-Ski-Party-Denken. Und für mich ein ganz spannendes Aufsteigerthema, a New Vibe, Bold Pattern und Abendkleidung kombiniert. Da möchtet ihr vielleicht sagen, was sehe ich nicht, verstehe ich nicht auf dieser Folie, aber guckt euch bitte den New Balance Sneaker an in Gelb. Und da sind jetzt diese Swarovski-Kristalle drauf. Das meine ich damit. Also Running kombiniert mit Glam- und Glitzeraspekten. Und die jungen Konsumenten feiern das ziemlich groß ab. Subtiler Glam. Ich bin durch diverseste Stores diesen Winter getigert. In verschiedenen Städten der Welt. Und bin fast erschlagen worden von Glitter, Strass und noch mehr. Teilweise sahen die Fenster aus wie, ja, wie Tannenbäume, so voll mit Lametta. Und das, glaube ich, sollte und wird sich ändern für die Order. Der Glam, der Glanzaspekt wird subtiler eingesetzt. Ihr seht das hier sehr schön links bei Opus. Das ist nicht mehr von Kopf bis Fuß Lurex, sondern ein Hauch. Nicht zu viel davon. Subtiler Glam die zweite. Das ist eine tolle Blousonjacke von Someday. Schwarz auf Schwarz und daneben blau-schwarz Glimmeraspekte bei Diesel. Also das Ganze etwas reduziert ja und nicht total hit in the face, weil man möchte ja wirklich nicht aussehen wie ein leuchtendes Weihnachtsdekorobjekt. Subtiler Glam und Anlassgarderobe, da geht noch was. Tulpenärmel, weite Trapezformen, Viola als Farbe und diese Winterdrucke rechts bei dem wunderbaren Kleid von Alberta Ferretti. Also diese Blumenornamentik in Dunkel gespielt für den Winter. Und wenn ihr jetzt sagt, ja mein Gott, das sah aber alles sehr elegant aus, dann sage ich, ja, ihr könnt das genauso denken, aber ein bisschen härter, ein bisschen abgerofft, dann nenne ich das Soft Grunge. Also es ist auch ein Party-Outfit, es sind auch Party-Aspekte drin, aber auch mal mit geused Denim und Denim. Bitte dran denken, es wird wichtig, Black Denim und Grey Denim wird ein extrem starkes Thema. Und links, das ist die Firma DeSoto, tolle Seidenoptikbluse und dazu der silberne Booty und die Destroy Washed Hose, klasse. Und jetzt für mich ein Thema, das mir extrem am Herzen liegt. Wir haben nicht über Urban und Street gesprochen. Sollten wir aber. Es gibt, glaube ich, kein einzige Stadt oder Stadtdorf, wo es nicht ein paar Kids gibt, die gerne Hip-Hop hören. Wo es gibt Kids, die rennen den ganzen Tag in Sneakern rum. Wollen die jetzt alle den Wollmantel und den Grey to Fade Away? Nein, die möchten Color Me Up auch. Die möchten in den Club gehen und rocken. Und deshalb ja bitte, ja zu Farbe. Abgetönter. Natürlich nicht mehr dieses Dopamin-Dressing, aber Farbnuancen zeigen. Wir sehen das hier sehr schön.
Skunk Funk ist dieser blaue Mantel, das ist schon heftig, aber nochmal, Viola-Töne funktionieren auch. Und rechts blau bei Finch Hatton. Und für mich ein ganz wichtiges Thema, wenn wir über Aged Consumer reden. Ihr wisst alle, demografisch wird Deutschland älter werden. Langsam, aber sicher. Es ist so. Und deshalb habt ihr hier ein paar Streetlooks, die sowohl ich gemacht habe, als auch von Rich and Royal, die Shootings mit Silversurfern machen. Und diese Silversurfer sind anders als die, sag ich mal, Mallorca-Rentner, die man sonst so kennt. In Oliv, Taub, Greige und Sandtönen. Nein, die haben Bock auf Mode. Und wenn ihr die gut beratet, bin ich mir ganz sicher, habt ihr eine treue Fanbasis. Holt sie ab, nehmt sie mit. Die haben definitiv keine Angst vor Mode. Und ein zentrales Thema, wo wir nachher am Nachmittag nochmal in der Talkrunde darauf eingehen werden, ist, ja, wo ist denn jetzt der neue Konsument? Wie erreiche ich den? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, dazu heute Nachmittag mehr. Und eine ist natürlich Social Media und Instagram. Und es gibt, glaube ich, keinen Laden in Deutschland, der das so gut inszeniert wie Upside. Sorry für diese Schleichwerbung, ich kenne Winnie Klenk seit Jahren, der hat früher meine eigene Kollektion geordert. Ist ein toller Laden und sie machen seit Covid jede Woche einen Livestream. Jede Woche. Und das Schöne daran ist, es ist nicht perfekt. Es passieren Fehler. Und das ist genau das, was ihr auch könnt. Jeder von uns macht Fehler. Ich verhaspel mich, ich verspreche mich. Ist egal, die Energie zählt und das bringt bitte rüber an eure Kunden. Und hier sind mal ein paar Ausschnitte, wie Winnie Klenk und sein Team von Upsides den Instagram-Account füllen. Das ist kurz vor Weihnachten. Hallo und herzlich willkommen, Ole Ole VfB 1:1 war gut und wir haben am Samstag Modeschau. Wir haben tolle neue Sachen für euch und wir haben Modeschau am Samstag, wie ich es noch nicht gesagt habe. Und was müsst ihr noch sagen? Vielleicht unser letzter Livestream, weil wir haben viel zu tun im Moment. Wir haben tolle Weihnachtsgeschenke. Wir zeigen euch nachher auch mal, wie wir verpacken. Und hier ein zweites Video, wie ein Produkt vorgestellt wird. Auch von einem aus dem Verkaufsteam. Ja, so Melange Grau, aber vor allem ist es halt toll, weil es ist auf der einen Seite ein extrem lässiger, fast schon ein bisschen rockiger Pullover, aber trotzdem eben extrem wertig. Da setzen wir im Moment auch ganz große Akzente. Der Markus ist auch immer rhetorisch gut verarbeitet. Wir setzen ganz stark auf die Qualitäten, also wirklich, was reibst du jetzt, Bäuchlein? So weich. Ach so, okay, wunderbar. Bringst mich ganz aus dem Konzept, Manu. So, also ganz toll, geh mal weg. Ich habe hier noch ein bisschen Glam anzubieten. Nach diesem Instagrammable-Werkzeug, euren Store in Szene zu setzen und neue Communities zu erreichen, bin ich jetzt schon am Ende der Trendpräsentation Damen, Herbst-Winter 24-25. Und ihr seht mein Schlusswort, was mir sehr am Herzen liegt. Mode ist mehr als leise, definitiv. Und Mode muss die Kunden verführen und eigentlich ist das Ziel eines Stores, Träume zu aktivieren, die dann in der Kasse als Bon umgesetzt werden. Und das geht mit Energie und Mode. Und wie Karl Lagerfeld so schön sagte, Mode ist wie Musik. Es gibt mehr als nur eine Note. Und daher geht mit eurem Team in die Order wie ein Orchester. Genießt auch die Zwischentöne. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und auf bald, euer Martin Wuttke.